Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zu einem neuen Part Fußballmanager 2014 Let's Play mit Manchester United in der dritten Saison zum 54. Part und zum 227. Gesamtpart. Wir stehen hier vor dem Heimspiel in der Barclays Premier League am 23. Spieltag und wir haben ein Heimspiel gegen Aston Villa, die momentan auf Tabellenposition 9 stehen. Eine recht gute Form haben momentan. Da kann man mal kurz in die letzten Spiele gucken von Aston Villa. Also es ist eher ein Auf und Ab hier, eine kleine Achterbahnfahrt. Aber wir werden sehen, wie wir uns gegen diese Mannschaft schlagen können, wo Ikram und Benteke die besten Spieler sind. Und wir gehen dann rein hier, Textmodus. Und sagen unserer Mannschaft heute, das ist ein 6-Punkte-Spiel. Und damit moin moin und herzlich willkommen hier in Manchester zum Spiel gegen Aston Villa. Die Abwehr von Aston Villa köpft eine Flanke von rechts zu kurz in die Mitte, wo Van Persie an den Ball kommt und schießt. Modric kann den schwachen Schuss aufnehmen, schießt ihn aber selber nicht besser. Kein Problem für Brad Guzen. Erste Möglichkeit verpufft. Dann haben wir jetzt hier die Ecke. Und Guzen holt sich das Leder mit einem Hechtsprung aus der Luft. So, das war die Anfangsphase. Jetzt die Chance für das Team von Paul Lambert. So, dich hier ist rechtzeitig vor Westwood am Ball. Sonst wäre das das 1:0 für Aston Villa gewesen. Jetzt der Freistoß von Luka Modric. Schöner Schlenzer von Luka Modric. Guzen zieht den Ball zu spät, hat daher keine Chance. Und wir haben das 1:0. Yes, Mann. 13. Tor, Luka Modric. Martial spielt aus dem Halbfeld steil in die Mitte auf Luka Modric. Und wir haben das 2:0. Robin van Persie. Der Doppelschlag hier ist perfekt. 25. Saisontor von Robin van Persie, dem fliegenden Holländer, der ein wirklich sagenhaftes Spiel gemacht hat beim 5:1 des Holländer über die Spanier. So, nach einer schönen Kombination ein Pass von Luka Modric verpasst Van Persie. Noch knapp sein zweites Tor an diesem Tag, schade. Und unsere Angriffe kamen über die rechte Seite. Da haben wir mit Hulk ja auch einen ganz guten. Jetzt die Ecke von Akram. Der will den Ball am kurzen Pfosten verlängern, aber Mollern da ist einen Moment eher am Ball und kann die Flanke oder Ecke hier von Ikram per Flugkopfball klären. Klasse. So. Nathan Baker unterläuft noch scharfe Flanke von Kagawa, beinahe ein Eigentor. Aber der Ball springt von seinem Knie knapp neben das Tor. Und die gelbe Karte jetzt hier für Ashley Westwood. Taktisches Foul heißt es so schön im Fußballer-Jargon. Am Vergehen ändert das nichts und daher gibt's gelb für Ashley Westwood. Und die nächste gelbe folgt zugleich. Kieran Clark nimmt das Bein gegen Martial etwas zu hoch. Und wir haben es auch hier mit einem Weltklasse-Schiedsrichter zu tun, mit Alpine. Sag mal, voller Angriff. Wir kriegen hier wahrscheinlich einen Freistoß. Und Freistöße von Modric sind ja gefährlich. Versucht es direkt aus 19 Metern und Guzen hält ohne Probleme. So, Benteke legt am Strafraumrand für Akbon Lahor auf. Der zieht sofort ab, doch der hier schnell unten im linken Eck und hält die Kugel im Nachpassen sicher in den Händen. Dich hier heute wieder mal eine Sahneleistung, 1,0 bis jetzt in der Bewertung. Neben Kurt Zuma und Modric der beste Mann auf dem Platz. Und wir haben hier das 3:0 von Robin van Persie, aber es war abseits. Schade. Schade, schade, schade. Jetzt haben wir aber die nächste Chance, 43. aber wieder Abseitsstellung von Van Persie.
Die Abseitsfalle von Aston Villa funktioniert hier wohl tadellos. Abpfiff zur ersten Halbzeit, wir führen mit 2:0 gegen Aston Villa. Das Hinspiel, sehen wir hier, waren 3:1 im Villa Park. So, gucken wir mal nach den Noten, die eher nicht so sind. Sind nur 3. So. Massagen sind es auch 3. Von daher passt das. Halbzeitansprache sehr gut weiter so. Und dann machen wir hier mal weiter. Wir haben ja jetzt demnächst ein sehr schwieriges Spiel, das Rückspiel im Capital One Cup gegen Manchester City. Deswegen versuche ich jetzt hier was, Mollon da nach vorne zu schieben, Fellaini raus, dafür Schonnesen da rein. So, und Ta hat die Aufgabe hier sich um... Nee, das lassen wir. So, damit wahrscheinlich zweiter Einsatz von Jonathan Ta in der Premier League. Gegen Aston Villa, den Tabellen-9. Können wir beim Stande von 2:0 ruhig mal machen. Sagt man hier gleich Konzentration. Und dann greifen wir an. Sorgen hier für ein frühes 3:0. Und Jonathan Tah hat gleich seine erste Aktion und klärt hier zur Ecke, die Ikram hier schießt. Tah steht Richtung Torgewand, will den Ballvolley klären, schießt sich selbst gegen den Kopf. Und jetzt wieder Ecke von Ikram. Benteke kommt bedrängt von Mollon da zum Kopfball, verfehlt aber das Tor gleich um einige Meter. Also interessante Anfangsphase hier von Aston Villa. Chance jetzt wieder für Aston Villa. Benteke zieht im Strafraum aus halblinker Position ab. Doch der Gea kann den Flachschuss zum Eckball ablenken, der wieder reinkommen wird von Ikram. Dirk ist einen Tick zu kurz und kein Problem für Rodriguez, der den Ball unter Kontrolle bekommen kann. Unser Stadion ist erneut ausverkauft. Muss ja auch mittlerweile so sein. So, jetzt kommt Julian Green für Hulk. Und wir lassen heute mal unsere beiden Stürmer hier durchspielen. Und jetzt kommt noch Julian Brandt für Kagawa, der damit auch seit längerem mal wieder einen Pflichtspieleinsatz hat. Jetzt haben wir die Chance, 70. Mollanda versucht mit einem langen Ball Robin van Persie anzuspielen, doch der steht im Abseits. Zum dritten Mal jetzt. Und jetzt kommt der Österreicher Andreas Weimann für Albrighton. Und das wird die Aufgabe jetzt sein, vom guten Rodriguez den zu bewachen. So, Nathan Baker hindert Julian Brandt erfolgreich am Flanken und klärt zur Ecke. Und die kommt da rein von Luka Modric. Aber die Abwehr klärt hier souverän. Nächste Chance, Brandt schießt Hutton an, holt einen Eckball heraus. Und der kommt von Luka Modric. Martial steigt zum Kopfball hoch, aber Okore ist einen Moment eher am Ball und kann die Ecke von Modric klären. Aber wir haben hier gleich die nächste 150-prozentige. Queen läuft auf der rechten Seite der Außenbahn frei. Er hält den Ball von Mollon da. Frank präzise auf Martial. Und wir haben hier das 3:0 von Anthony Martial. 25. Tor in dieser Saison. Und klar kommt jetzt der Holländer für Kieran Clark. So, Aston Villa hat jetzt nichts mehr zu verlieren. Das absolut. Wir spielen die Zeit souveräner runter. Jonathan Tah mit einer 1,0 Klasse. Da hat der Wechsel sich schon mal bezahlt gemacht. Und jetzt kommt Leandro Bakuna für Ikram.
So, machen wir hier mal 70% Einsatz. Haben hier gleich die nächste Chance, Freistoß, Luka Modric. Oh, was für ein bitteres Tor. Ein Eigentor von Fred Kusen zum 4:0. Und hören jetzt unsere Hymne. Das ist natürlich sehr, sehr bitter für den Amerikaner Brad Gusen, aber so ist halt der Fußball. Eine Minute Nachspielzeit. Und wir haben noch mal eine Chance. 100%ige. Rodriguez spielt steil durch die Beine von Okori zu Brandt. Doch mit der mit rechts Keeper Gusen den Ball ebenfalls durch die Beine schiebt. 5:0 Julian Brandt. Mit seinem ersten Tor in der Premier League, zweite Vorlage von Ricardo Rodriguez. Und Schlusspfiff, da wird jetzt wieder auf den unrealistischen FM geschimpft, aber keiner sieht, wie schlecht die Leistung von Aston Villa heute war. Die haben auch in dieser Höhe vollkommen zu Recht verloren. Gucken wir mal in die Statistik, 31:39% Ballbesitz, 18:7 Chancen. Und da würde ich mal sagen, 5:0 geht wirklich völlig in Ordnung. Von daher sehen wir uns gleich im Nachbericht wieder. Und herzlich willkommen hier zum Nachbericht an diesem 23. Spieltag der Barclays Premier League. Wir gewannen mit 5:0 gegen Aston Villa, bester Mann von uns, Julian Brandt heute 1,0 mit seinem Tor zum 5:0 hier. Jonathan Tah 1,0, auch gutes Spiel gemacht. De Gea 1,5. Luka Modric 1,5 mit Tor und Vorlage, Van Persie 2,5 Martial mit den Toren, jeweils mit einer guten Leistung heute. Und wir sehen es hier, Brad Gusen 4,5 mit dem Eigentor. Und sehen Nathan Baker, bester Mann auf Seiten von Aston Villa mit einer 3,0. Unsere beiden Ansprachen haben funktioniert. Zu den Statistiken, 7:2 Schüsse, davon gingen 6 aufs Tor, 5 rein. Und ein Schuss daneben. 8:4 Chancen und es wurden mehr erfolgreiche Pässe von Aston Villa gespielt. 17 mehr im Gegensatz zu uns. 61:39% Ballbesitz und Spieler des Spiels Jonathan Tah, der jetzt schon wieder einen Marktwert von 3,5 Millionen hat. Also bald haben wir den auch hier wieder reingeholt. Hat jetzt moralbedingt eine 69. Klasse, jetzt zu den Ergebnissen. Swansea City unterliegt Tottenham 0:1. Chelsea unterliegt hier West Ham mit 1:2, die damit den letzten Tabellenplatz verlassen. Sunderland schlägt hier Liverpool mit 3:1. Newcastle 2:1 gegen Everton. Southampton 0:1 gegen Bolton Wanderers. Fulham gewinnt 2:0 gegen West Brom. Hull City verliert 0:1 gegen Wigan. Green Park Rangers 1:0 gegen Stoke. 2:2 im Topspiel zwischen Manchester City und Arsenal gegen unseren nächsten Gegner im Capital One Cup Halbfinale im Rückspiel. Und unser 5:0 hier gegen Aston Villa. Damit 69 Punkte, 23 Spiele, 23 Siege, 87:14 Gegentore. Und auf dem zweiten Platz Arsenal 48 Punkte, Tottenham Hotspur 48 und 46 Chelsea, der Meister. Der noch amtierende Meister, besser gesagt. 5. Manchester City, AFC Sunderland auf der 6. Liverpool 7. Der Stadtkonkurrent hier, Rivale Everton auf dem 8. Platz und unten wegen Athletic, West Ham United und Stoke City. Football League Championship, Crystal Palace und FC Reading hier auf den beiden Aufstiegsplätzen. In der Relegation momentan Blackburn, Nottingham, FC Watford und Norwich. Und unten Huddersfield Town, Bournemouth und Yeovil Town. Gucken wir mal nach Deutschland. Dort wurde gespielt jetzt der 18. Spieltag, also die Rückrunde hat angefangen. RB Leipzig unterliegt hier mit 1:0, Bayern München 4:0, VfL Wolfsburg mit einem 3:1 gegen SV Werder Bremen. Damit VfL Wolfsburg weiterhin auf dem zweiten Platz mit 42 Punkten. Der Abstand nach wie vor 5 Punkte. Und wir gucken mal, wer die Tore gemacht hat für die Wölfe. Doppelpack Kommes und Cleverley. Also unser ehemaliger Spieler Cleverley macht hier auch gleich das Tor. Und wir sehen es hier, der Kader wurde aber wirklich
kontinuierlich dezimiert. Was für ein kleiner Kader jetzt. Die spielen mit Trash auf links, Innenverteidiger Cher und Omeru, Rafinha auf dem rechten, DM Lars Bender, Arnold links, Schneider rechts, Cleverley OM und Doppelsturm Gomez und Hernandez. Okay, also so langsam habe ich hier Angst drum. Jetzt zu den Transfers, das sehen wir mal hier. Gilavori haben sie ja abgegeben, Knoche, Grimaldi. Meine Güte, das ist ja ein Riesenberg, den sie hier abgegeben haben. Naja, so ist es halt. Kaum ist man weg, wird hier der halbe Laden verkauft. Palacios jetzt unter anderem bei Hoffenheim. Oh Mann, manchmal finde ich die Logik da echt unrealistisch. Die haben hier auch einen Transfergewinn jetzt gemacht von knapp 55,6 Millionen. Naja, kann sich sehen lassen. Ich hoffe, die verstärken sich, weil sonst wird es bitter, weil sie ja noch in der Champions League spielen im DFB-Pokal. Zweite Liga ist ja in der Winterpause, dritte Liga. 22 Spieltage. Gucken wir mal rein, ob die jetzt schon wieder gespielt haben. 30. Ja, haben jetzt gespielt. Sehen wir hier Paderborn auf dem 6. Platz. Bielefeld auf der 12. Haben hier einen Abstand von 23 Punkten. 16 Spieltage, 48 Punkte noch zu holen. Also ich hoffe ja, dass Bielefeld hier was macht, beziehungsweise Darmstadt, Paderborn. Paderborn hat eher Chancen, da hochzukommen. Sollten sie es geschafft haben, hier noch aufzusteigen, werde ich mir überlegen, vielleicht Paderborn zu übernehmen in der vierten Saison, weil ich denke mir, das wird auch eine wirklich gute Aufgabe sein, dann in der zweiten Liga die Mission Aufstieg in die Bundesliga zu schaffen. Aber wir werden sehen, wie es kommt. Und jetzt zu den Stimmen, da sagte Joel Glazer, ich bin nicht überrascht vom Sieg, daher gibt es keinen großen Grund zum Feiern. Und was war hier? Paul Lambert, ich dachte, Fußball sei ein Spiel für Männer. Bei uns war es ein Spiel für Memmen. Und jetzt Spieltagsstatistik. 4 von uns in der 11. des Tages. Ich hier, Jonathan Tah, Julian Brandt und Luka Modric. Und Julian Brandt, Spieler des Tages. Klasse Leistung. Teamleistung heute beste mit einem Schnitt von... Meine Fresse, 1,95. Ich glaube, besser hatten wir es noch gar nicht. Also den 23. Spieltag können wir uns einrahmen. Machen wir doch mal hier ein kleines Screenshot. Meine Güte. Beste Spieler Martial und Van Persie hier torgleich mit jeweils 25 Buden. Nach gerade mal 23 Spieltagen und Luka Modric notenbester Spieler vor Van Persie und Raphael. Kaka aber auf der 5, Mollon der 8. und 12. Ricardo Rodriguez. Und im Fairplay sind wir die fairste Mannschaft und Bastian Schweinsteiger noch eine Woche Muskelfaserriss. Würde uns dann im Capital One Cup fehlen, der jetzt gleich hier ansteht gegen Manchester City. Und Sehens Blues verpflichten Alex Grimaldo vom VfL Wolfsburg für 10,5 Millionen. Und Sehens hier einige Wechsel. Viviani möchte ich ausleihen, damit er zur Spielpraxis kommt, die er bei uns in der zweiten Jahr nicht hat. Sehen Sie hier, Kaiserslautern ist da eher anders ausgerichtet, von daher ist es nicht wirklich lohnenswert, ihn dorthin zu schicken. Watford mit Gianfranco Zola, dem italienischen Trainer. Die spielen ebenfalls nicht mit ZM, aber mit DM. Da hätte er aber dann auch nicht die Chancen. Derby County, gucken wir mal kurz rein. Die spielen mit ZM Anderson, unser Ex-Spieler ist ja dort unter Vertrag und Jeff Hendrick. Also dort könnte er theoretisch den Backup für die geben. Würde ich mal sagen, Derby County, da vorhin Nico Weser, den ich ja überlegt habe hier zu verleihen. Und da sind einige türkische Mannschaften dran und AC Mailand, aber ich denke beim AC Mailand würde höchstens Erfahrungen sammeln. Aber nicht zu Einsätzen kommen. Deswegen gucken wir mal. Gaziantepspor aus der Super League.
mit Irtegün, Toklak, nochmal Kayseri. Also da könnte er sich durchsetzen bei Kayseri. Dann würde ich ihn zu Kayseri gehen lassen. Genau so machen wir's. Und tschüss. Und Çalhanoğlu können wir verhandeln. 30 Millionen Euro. So, jetzt könnten wir es endlich versuchen, den uns zu krallen. Wäre nochmal ein Riesenspieler hier für Manchester United. So, Ligaspielbonus raus. Option jeweils für ein Jahr. Jährliche Erhöhung nehmen wir mal rein von 4%. So, die Mannschaft wird im nächsten Jahr verstärkt. Das können wir jetzt noch nicht sagen. Große Zukunft, muss Geduld haben. Einige Male spielen ist in Ordnung. So, was kriegt er denn? Dann würde ich sagen 6,5 Millionen. $500.000 Handgeld. Und wir können ja immer noch nachverhandeln. Aber für den Anfang ist es in Ordnung mit Wijnaldum. Das könnte sich dann dadurch erledigt haben. Wird sich auch erledigen hier. Und wir suchen uns nochmal nach einem Stürmer. So, aktivieren hier mal wieder kurz ein bisschen Musik. So, Mannschaft der Woche. Kann ich leider nicht mit den Leuten reden. Ich habe schon alle verbrannt. Ablöseverhandlungen jeweils gescheitert. Er wechselt zu Derby County und Ikoveza zu Kayseri. Ablöse akzeptiert. Hier ist es gescheitert. So, und jetzt Mission Stürmer. So, wen holen wir uns? Könnten uns so ein kleines Talent hier holen wie Mitrovic, wäre nicht so teuer. Lewandowski, Balotelli wären natürlich Kaliber. Ein Ronaldo wäre auch noch möglich. So, gucken wir mal ab. Na, 73 bis 99 Stürmer. Jetzt haben wir hier Benito Raman, Viktor Fischer, John Parker, Trimic von Nürnberg, Dongwon Chi, La Soga. Das ist jetzt so eine Sache. So, Stürmer gibt es hier einige. Na, tun wir das Ganze mal eingrenzen. Machen wir mal ab nach 76. Dann sieht es hier schon ein bisschen ruhiger aus. So, Jermaine Defoe, Stefan Kiesling, Demba Sissé, Mandzukic, Giuseppe Rossi, da wäre eine Rückholaktion möglich. War ja 2 Jahre lang bei Manchester United nur 5 Einsätze gehabt, der Italiener, mit amerikanischem Hintergrund. Oder man holt sich halt ein junges Talent ran. So, dann grenzen wir das hier mal auf 15 bis 21 Jahren ein. Stürmer nehmen wir mal nur beste Position. Hätten wir Benito Raman. So sind es immer noch so, da müssen wir das Alter ein klein wenig erhöhen. So, dann sieht das ein bisschen besser aus. Sortieren wir mal hier nach Positionen. Sean Parker wäre da wirklich eine Möglichkeit. Oder nochmal so ein Brecher hier wie den Morata. So, dann fangen wir hier mal mit 20 an.
So, dann gehen wir mal vor, weil die Folge wird schon wieder ein bisschen zu lange. Tut mir leid. Hab mich jetzt hier ein bisschen aufgehalten. So, Luis Gustavo verlässt ja auch noch Wolfsburg, geht zu Barcelona. Kevin Prince Boateng kehrt in die Premier League zurück, geht zu den Tottenham Hotspurs, wo er ja schon mal gespielt hat. Von 2007 bis 2008, okay, damit Rückkehr in die Premier League. Kann er seinen Bruder bei uns besuchen kommen. So, Wolfsburg, zweite Tielemans geht zum PSV Eindhoven, Palacios zu Hoffenheim. So, was hier alles passiert ist, manchmal unglaublich. So, unsere Lions sind hier noch mit dabei. Dann hat Kovacic verlängert. Asamoah. Çalhanoğlu im Fokus von uns, das wissen wir. Und immer noch der ewige Jens Keller. Und Hakan Çalhanoğlu haben wir. So, 6 News, darunter hier Çalhanoğlu, den wir jetzt unter Vertrag haben. Was für eine Leistung, der möchte die 18, kann er gerne haben. Eine Pressekonferenz ist in Ordnung, den nehmen wir jetzt mal mit. Wollen da über Interesse von Gustavo verärgert. Ach man, hab dich nicht so, Junge. So, herzlich willkommen Trainingsziele, dann stellen wir unseren Kader noch auf und das war's dann. So, was braucht denn der Junge hier? Nicht mehr viel. Schnelligkeit, Beweglichkeit. Hat ja schon recht gute Werte. Dribbling vielleicht noch. Und dann die Positionen. DM 97, rechter 99. So. Für den Anfang muss es reichen. So. Neue Sponsorenangebote, gucken wir mal rein. Evonik möchte noch bei uns rein als Premium-Partner. Passt ja. Knapp 2 Millionen, ist in Ordnung. So, haben wir das soweit auch geschafft. Freikarten haben wir bereits zur Verfügung gestellt. So, und Hakan Çalhanoğlu können wir sogar einsetzen. Würde ich zwar sagen, nicht von Anfang an. So. Das Rückspiel können wir ja ruhig angehen, dadurch, dass wir das Hinspiel ja bereits gewonnen haben. Und dieses Mal Capital One Cup kommt Courtois in den Kasten. Dich hier nehme ich mal vorläufig mit, weil ich die Angst habe, dass da was passieren könnte. So, dann haben wir den Kader soweit. Öffnet Taktik, zusätzliche Siegprämie 10.000. So, spielen genauso wie im Hinspiel. Haben ja noch ein bisschen was gegen uns aufzuholen. So, dann hätten wir das auch soweit eingestellt. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns dann im nächsten Part wieder mit der Begegnung gegen Manchester City im Capital One Cup Halbfinale im Rückspiel. Das Hinspiel hat man bereits mit 5:0 für uns entschieden und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin macht es gut, euer Sphinx Mido 007.